Herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht, dem YouTube-Kanal der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner. Mein Name ist Martin Niederhuber, das ist mein Anwaltskollege Peter Sander und wir erklären in aller Kürze, worum es in unserem Kanal überhaupt geht. 3 Minuten Umweltrecht ist eigentlich schon das ganze Programm. Es geht um Umweltrecht und dieses Umweltrecht, glauben wir, kann man in 3 Minuten erklären und zwar so erklären, dass man es als Normalverbraucher auch ganz gut verstehen kann. Um was geht es bei 3 Minuten Umweltrecht? Inhaltlich, wir wollen uns einerseits mit spannenden Entwicklungen in diversen Gerichtsverfahren beschäftigen, sei es der Europäische Gerichtshof, sei es die nationalen Verwaltungs- und Höchstgerichte. Beispiele dafür gibt es genügend. In letzter Zeit beispielsweise einige Entscheidungen zum Flughafenausbau in Wien-Schwechat, Stichwort dritte Piste. Da sind ja einige Gerichte eingebunden und beschäftigt gewesen. Oder vom Europäischen Gerichtshof abwärts die aktuellen Entscheidungen der letzten paar Jahre zur Umsetzung der Aarhus-Konvention, der Beteiligungsrechte und so weiter. Neben Gerichtsentscheidungen gibt es natürlich auch immer wieder spannende Gesetzesvorhaben. Das Umweltrecht ist eine sehr kurzweilige Materie, wo wir uns dann beispielsweise mit jüngst erst der Rechtsbereinigungsnovelle zum AWG 2019 näher auseinandersetzen. Aber ich bin mir sicher, auch die Zukunft wird die ein oder andere spannende gesetzliche Neuerung bringen, die wir uns dann auch näher anschauen. Ganz unabhängig von aktuellen Entscheidungen oder aktuellen Gesetzesvorhaben beleuchten wir gelegentlich auch sonstige spannende Rechtsfragen, die für den Alltag im Umweltrecht tätiger Unternehmen insbesondere von Relevanz sind. Beispielsweise, wie organisiere ich mein Unternehmen so, dass ich Haftungsfälle bestmöglich vermeide? Wie baue ich eine haftungsfeste Organisation auf und dergleichen mehr? Ja, und das Konzept schaut so aus, dass wir einmal pro Monat ein Video online stellen. Das macht man ja schon seit einiger Zeit. Das kann man sich ja schon anschauen auf YouTube. Und wenn es besonders pressiert, wenn besonders wichtige Sachen anstehen, dann schalten wir auch öfter mal Videos online, auch im 2-Wochen-Takt. Und die Videos, die drehen entweder wir zwei, aber das Tolle ist, dass man dort nicht nur uns sieht, sondern eben auch Kolleginnen und Kollegen aus unserer Kanzlei, die ebenfalls dann zu wichtigen und relevanten Bereichen ihre Videos aufnehmen. Wir wissen jetzt schon, dass sich viele unsere Videos anschauen. Wir freuen uns sehr darüber. Wir hoffen, dass sozusagen der Zuseherkreis noch größer wird. Wir freuen uns über jedes Abo und hoffen, dass wir unser Publikum dann mit unserem Kanal auch sehr gut informieren und unterhalten können. Und wem 3 Minuten Umweltrecht zu kurz ist, es gibt auch einen großen Bruder zu 3 Minuten Umweltrecht. Ein neuer YouTube-Channel von Niederhuber und Partner nennt sich Willkommen Umweltrecht. Ist ein bisschen ein anderes Format, ein Interviewformat, wo wir uns 15 Minuten lang ein bisschen ausführlicher, aber dafür sehr fokussiert auf Detailrechtsprobleme diesen widmen wollen.